1991 verschwindet eine junge Frau spurlos und löst damit eine landesweite Fahndung aus. Hatte sie das Land verlassen? Wurde sie entführt? War sie noch am Leben? Die Polizei bekommt es mit einem besonders schwierigen Verdächtigen zu tun. Einem notorischen Lügner mit einem gefährlichen Verlangen nach verbotenen Früchten. Uns war sofort klar, dass er ein richtig unangenehmer Bursche ist. Er ist eine tickende Zeitbombe. Sobald man ihn in Frage stellt, reagiert er sehr heftig und auch gewalttätig. Können sich die Ermittler auf Beweise verlassen, die mehr nach Fiktion als nach Wahrheit klingen? Wenn man solche Beweismittel bekommt, geht man sofort nach dem nächsten entscheidenden Beweis, mit dem man den Täter überführen kann. Ein Mord ohne Verdächtige, ohne Spuren, vielleicht sogar ohne Leiche, stellt einen Ermittler auf seine härteste Probe. Es müssen Beweise gesammelt und analysiert werden. Aber sie sind nur von Wert, wenn sie zu einem Verdächtigen führen. Er ist die Grundlage für die Lösung der schwierigsten Fälle und für die Untermauerung einer Theorie. Er ist ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg. Der entscheidende Beweis. Im September 1991 gibt im Londoner Stadtteil Catford ein verzweifelter Vater eine Vermisstenanzeige für seine 17-jährige Tochter Lynn Rogers auf. Sie ist am Morgen zu einem Bewerbungsgespräch aufgebrochen. Doch als der Abend hereinbricht, hat sie sich noch nicht gemeldet. Die Polizei fahndet vergeblich nach ihr und nach 12 Stunden gibt es noch immer kein Lebenszeichen. Für die Suche wird eine Einheit zusammengestellt. Ihr Leiter ist Detective Superintendent Douglas Ault. Zu dem Zeitpunkt hatten wir keinerlei Informationen über Lynn Rogers oder ihre Familie. Lynn lebt mit ihrem Vater und ihrer Schwester unter einem Dach. Sie ist noch nie länger fort gewesen. Ihr Leben dreht sich in erster Linie um ihr Lieblingshobby. Sie hatte ein Rennpferd, das sie in einem Reitstall in Sidcup betreuen ließ. Sie ritt regelmäßig mit diesem Pferd aus. Sie war ganz offensichtlich eine sehr gefestigte und vernünftige junge Frau. Die Ermittler möchten mehr über Lynn erfahren. Ihre Familie beschreibt Lynn als ehrgeiziges Mädchen, das Karriere in der Reisebranche machen will. Lynn Rogers war kurz zuvor entlassen worden und sie hatte mindestens 60 Bewerbungen an verschiedene Firmen im Südosten von London geschickt. Ein Mann kontaktierte sie 3 oder 4 Mal per Telefon und bot ihr einen Job als Sekretärin an. Sie solle Geschäftsleute auf Flügen nach Nordeuropa begleiten. Er bot ihr ein Gehalt von 14.000 Pfund, viel mehr als sie vorher verdient hatte. Und er schlug ein Treffen am Bahnhof Charing Cross vor. Danach sollte sie ihn zum Shoreham Airport begleiten, einem kleinen Flughafen in West Sussex. Von dort aus wären sie dann mit dem Helikopter zum Flughafen Gatwick geflogen und sie sollte ihren Pass mitbringen. Lynn ist eigentlich viel zu jung und unerfahren für den Job. Und der versprochene Helikopterflug lässt vermuten, dass es kein normales Bewerbungsgespräch ist. Je mehr das Team erfährt, desto größer wird die Sorge. Wir bekamen eine Info von Lynns Schwester. Dieser Mann hatte einige Male bei ihnen zu Hause angerufen und mit ihr gesprochen. Und sie meinte, dass sie während des Telefonats im Hintergrund Flugzeuggeräusche gehört hätte. Irgendjemand redete wohl davon, dass ein Flugzeug startbereit sei oder sowas in der Art. Flug 101, bereit zum Abflug. Die Tatsache, dass sie ihren Pass mitgenommen hatte, warf einige Fragen auf. Hatte sie das Land verlassen? Wurde sie entführt? War sie noch am Leben? Nach mehreren Tagen wird Lynns Geschichte zu einer nationalen Meldung.
Die Ermittlungen werden ausgeweitet. Ermittler liefen mit Fotos durch die Züge und befragten die Fahrgäste, ob sie Lynn gesehen hatten. Einige Kollegen standen mit Fotos von ihr in der Bahnhofshalle von Charing Cross und befragten dort die Passanten. Eine Person meldete sich, die ein paar Tage zuvor in Crawley in Sussex war und dort das Gespräch eines Mannes in der benachbarten Telefonzelle mitgehört hatte. Es war ziemlich eindeutig, dass es in dem Gespräch um genau den Job ging, für den sich auch Lynn Rogers beworben hatte. Das hohe Gehalt, der Helikopterflug und die versprochenen Auslandsreisen. Wer führt so ein Bewerbungsgespräch von einer Telefonzelle aus? Auffällig ist auch das Datum. Der 21. August ist nämlich derselbe Tag, an dem der mysteriöse Mann bei Lynn angerufen hat. Back in 1991 sind die Ermittlungsmethoden noch limitiert. Überwachungskameras sind kaum verbreitet und das Nachverfolgen von Telefonaten ist kompliziert. Die Telefonzelle ist die einzige Verbindung zu Lynns Verabredung. Vielleicht liefert sie einen Hinweis. Wir schickten ein forensisches Team nach Crawley, um die Telefonzelle von oben bis unten abzusuchen. Ich weiß nicht, wie viele Leute so eine Telefonzelle pro Tag genutzt haben. Sicher 20 oder 30. Es gab jedenfalls so viele Fingerabdrücke, dass wir in dieser Telefonzelle leider keinen Erfolg hatten. Jeder Beweis ist mit dem Mann und Lynn verschwunden. Fünf Tage später nehmen die Ermittlungen eine dramatische Wendung. Im 60 Kilometer entfernten Rotherfield wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Detective Superintendent Mike Bennison von der Sussex Police leitet die Ermittlungen. Die Leiche lag in einem Waldgebiet, mit dem Gesicht nach unten und komplett bekleidet. Man hatte sie im Gestrüpp versteckt. Sie war bedeckt mit etwas Laub und Geäst, damit sie vom angrenzenden Weg aus nicht zu sehen war. Von da an war klar, dass es sich um einen Mordfall handelte. Um die unbekannte Leiche zu identifizieren, überprüft Bennison alle vermissten Anzeigen. Dabei fällt ihm ein aktiver Fall in London ins Auge. Ich war in der Zentrale in Beckenham, als Mike Bennison anrief und mir ein paar Fragen zum Aussehen von Lynn Rogers stellte. Und eine Frage war, ob sie eine Narbe am linken Knie hätte. Da war mir sofort klar, dass sie eine nicht identifizierte Leiche gefunden hatten. Er kam noch am selben Abend zu uns und fragte, ob es sich bei dem Fund um die verschwundene Lynn handeln könnte. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass sie es war. Die Suche nach Lynn ist beendet. Ihre Leiche wurde kilometerweit von zu Hause entfernt gefunden und niemand weiß, wie sie dorthin gekommen ist oder wer Lynn getötet hat. Douglas Ault muss die schreckliche Nachricht der Familie überbringen. Sie hatten das sicherlich befürchtet, aber der Vater und die Schwester des Mädchens hatten wohl bis zum Schluss die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Lynn irgendwann doch noch vor ihrer Haustür erscheint. Damit wird aus dieser vermissten Sache eine Mordermittlung. Und die Suche nach Lynns Mörder beginnt. Aufgrund des Fundorts übernehmen die Ermittler aus Sussex den Fall von ihren Londoner Kollegen. Der Pathologe Dr. David Rouse wird mit der Ermittlung der Todesursache beauftragt. Man geht erstmal eine Checkliste im Kopf durch, wenn man sich die Leiche das erste Mal ansieht. Und bei einer so jungen Frau denkt man natürlich als erstes an ein Sexualverbrechen. Und dann sucht man nach Anhaltspunkten, die auf die Todesursache schließen lassen. Sie hatte einen Ausschlag im Gesicht, kleine blutige Punkte auf der Haut.
und einige Blutergüsse von der vorderen Hals bis zur Nackenpartie raus. Zusammengenommen machte es einen Mord durch Erwürgen sehr wahrscheinlich. Und das deckte sich auch mit dem Ergebnis des Autopsieberichts. Die Polizei hat nun die Todesursache und ein mögliches Motiv. Doch Rouse ist sich sicher, dass die Leiche noch mehr Informationen liefern kann. Eine Leiche liefert viele Hinweise, wenn man Glück hat. Die Schürfwunden am Kinn gaben uns zunächst Rätsel auf. Damals habe ich die Leichen immer mehrfach untersucht, um die Entwicklung der Wunden zu beobachten. Denn es lassen sich oft noch Veränderungen feststellen. 2 Tage später war es ziemlich eindeutig, dass es sich um eine Bisswunde am Kinn handelte. Eine Bisswunde ist der erste physische Hinweis auf den Mann, den die Polizei sucht. Eine gruselige Spur. Wie bei einem Puzzle muss diese Entdeckung mit einem weiteren passenden Teil verbunden werden. Es gibt keinen Verdächtigen, also müssen die Ermittler sich zunächst ein Bild von Lynns Vergangenheit machen. Clinton Novell wird als frisch gebackener Ermittler mit der zähen Aufklärungsarbeit in diesem Fall betraut. Es war der erste Mordfall, an dem ich mitgearbeitet habe. Als Polizeibeamter ist ein Mordfall das Nonplusultra, auf das die ganze Ausbildung hinausläuft. Man setzt alles daran, um sich bei einem solchen Fall seine Sporen zu verdienen. Im Zuge der sich rasch ausweitenden Ermittlungen wird Clinton Teil eines Teams, das hunderte von Zeugenaussagen sammelt. Bei Morduntersuchungen wie diesen steckt der Teufel im Detail. Ich protokollierte die Aussagen von Lynns Schwester Suzanne und das Protokoll war knapp 95 Seiten lang. Wir begannen mit Lynns Geburt und gingen ihr komplettes Leben durch. Da wir zu der Zeit noch nicht wussten, nach wem wir suchten, mussten wir so viele Informationen wie möglich sammeln. 90% davon sind wahrscheinlich irrelevant. Doch bis der Täter verurteilt ist, weiß man nicht, was relevant ist und was nicht. Eine Zeugenaussage stellt sich als das nächste entscheidende Beweismittel heraus. Sie stammt von einem aufmerksamen Londoner Taxifahrer. Detective Superintendent Mike Bennison nimmt dessen Aussage auf. Thomas Reynolds ist ein typischer Londoner Taxifahrer, der Gott und die Welt kennt. Und er hat Lynn tatsächlich neben einem der Türme am Bahnhof Charing Cross gesehen. Sie fiel ihm ins Auge, weil sie eine sehr attraktiv gekleidete junge Frau war. Außerdem sah er, wie ein blaues Auto anhielt und Lynn auf der Beifahrerseite einstieg. Reynolds ist der Letzte, der Lynn lebendig gesehen hat. Als der Taxifahrer Lynns Foto in der Zeitung sieht, meldet er sich sofort bei der Polizei. Er wusste nicht genau, welches Auto es war. Aber er kannte sich genug aus, um zu wissen, dass jeder Hersteller sein eigenes Blau benutzt. Ihn beschäftigte so sehr, was er gesehen hatte, dass er die Farbtöne verschiedener Autohersteller durchging. Und am Ende konnte er uns tatsächlich anhand der Farbe den Hersteller des Wagens nennen. Das war ein entscheidender Hinweis. Jetzt weiß die Polizei, dass Lynn den Termin eingehalten hat und in welches Auto sie gestiegen ist. In einen Vauxhall Carlton, der 1985 zugelassen wurde. Und es gibt noch einen weiteren entscheidenden Hinweis. Der Fahrer hatte eine Pilotenuniform an. Das war eines dieser Aha-Erlebnisse. Wenn man so eine Info bekommt, spürt man richtig, wie die Stimmung im Raum steigt. Endlich hatten wir was Handfestes. Der Mann hinter dem Steuer bleibt weiterhin ein Geheimnis. Vielleicht weiß der Augenzeuge, der das Telefonat beobachtet hat, mehr. Er konnte die Telefonzelle nebenan gut einsehen und hat beobachtet, wie dieser Mann ein Blatt Papier aus der Tasche nahm. Dabei handelte es sich um den Lebenslauf von Lynn Rogers. Er konnte sich daran erinnern, dass er Lynns Schulnoten sah und andere Auszüge aus ihrem Lebenslauf. Wir hatten also keinen Zweifel, dass es das Dokument war, das Lynn verschickt hatte. Er holte auch einen Kassettenrekorder oder eine Art Radio heraus.
Und unser Zeuge sah noch, wie der Mann daraufhin einen weiteren Telefonanruf tätigte. Der Zeuge beschreibt, dass der Mann von einem lukrativen Job mit vielen Reisen geredet hat, bei dem Geschäftsleute durch Europa begleitet werden. Er fand es merkwürdig, dass jemand in eine öffentliche Telefonzelle geht, um solch ein wichtiges Bewerbungsgespräch zu führen. Es kam ihm einfach komisch vor. Und das war es natürlich auch. Der Mann in der Telefonzelle hat Lynns Lebenslauf. Die Polizei glaubt, dass es sich um denselben Mann handelt, der Lynn im blauen Vauxhall abgeholt hat. Die Frage ist nur, wie er an den Lebenslauf gekommen ist. Ein zurückgelassenes Notizbuch weist den Weg. In Lynns Zimmer fanden wir ein Notizbuch. 319 Firmen waren darin aufgelistet. Wir versuchten nachzuverfolgen, an wen sie ihre Bewerbungsunterlagen geschickt hatte. Lynn hat per Hand hunderte von Firmen eingetragen, die sie kontaktiert hat. Als Lynns Schwester mit dem mysteriösen Mann telefonierte, hatte der behauptet, ihre Unterlagen von einer Firma in Greenwich erhalten zu haben. Die Ermittler entdecken in Lynns Notizbuch tatsächlich ein Unternehmen mit einer Adresse in Greenwich. Es heißt Africa Hinterland. Die Ermittlungen ergaben, dass das Unternehmen bankrott gegangen war. Das weckte unser Interesse. Also fuhr unser Team in das Gewerbegebiet, in dem Africa Hinterland gemeldet war. Als die Ermittler vor Ort waren, fanden sie heraus, dass das Gewerbegebiet über eine zentrale Briefkastenanlage verfügte. Und für ehemalige Unternehmen gab es einen eigenen Briefkasten. Africa Hinterland teilt sich also einen Briefkasten mit anderen abgewickelten Unternehmen. Und eines davon weckt das besondere Interesse der Ermittler. Es hieß Casualty Car Doctor. Ein Zeuge aus dem Gewerbegebiet erinnerte sich daran, dass Chef einen blauen Vauxhall fuhr. Das schien eine heiße Spur zu sein. Eine sehr heiße Spur. Vielleicht handelt es sich um denselben Wagen, in den Lynn am Tag ihres Verschwindens gestiegen ist. Verdächtig ist außerdem, dass der Mann Zugang zu dem Briefkasten hat, an den Lynn ihren Lebenslauf geschickt hat. Doch es kommt noch besser. Der Zeuge nennt einen Namen. Der Mann hieß Wayne Scott Singleton und kam aus Crawley. Wir wussten ja bereits, dass Lynn aus Crawley angerufen wurde, weil ein Zeuge ihren Lebenslauf von einer benachbarten Telefonzelle in Crawley aus identifiziert hatte. Doch solange sie den Mann nicht mit der Telefonzelle in Verbindung bringen können, von der aus der Anruf getätigt wurde, ist diese Information wertlos. Wir erfuhren, dass Wayne Scott Singleton am Morgen im Postamt in unmittelbarer Nähe der Telefonzellen einen Scheck für sein Arbeitslosengeld eingelöst hatte. Der arbeitslose Singleton war also allem Anschein nach tatsächlich am Tag des besagten Telefonats vor Ort. Das auf dem eingelösten Arbeitslosenscheck gestempelte Datum liefert den Beweis. Damit haben die Ermittler ein weiteres wichtiges Puzzleteil. Das Einlösen des Schecks bestätigt, dass Wayne Scott Singleton zur selben Zeit in Crawley war, als der Telefonanruf getätigt wurde. Von da an war Singleton unser Mann. Der 35-jährige Singleton ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt von seiner Frau getrennt und hat eine neue Freundin. Er pendelt zwischen beiden Haushalten hin und her. Ein Hintergrundcheck ergibt, dass er eine kriminelle Vergangenheit hat. Wayne Scott Singleton war ein Kleinkrimineller. Er hatte einige Vorstrafen, aber nichts wirklich Ernstes. Doch in diesem Fall ging es um ein Kapitalverbrechen. Die Ermittler gehen dennoch erstmal von seiner Unschuld aus. Denn vielleicht ist Singleton ja tatsächlich nicht der Täter. Tausende Leute besitzen blaue Autos, Hunderte benutzen Telefonzellen und noch mehr Leute haben Zugang zum Briefkasten. Doch nur auf einen Mann trifft alles auf einmal zu. Und die Polizei glaubt nicht an Zufälle. Hier kamen plötzlich mehrere Dinge zusammen.
Wir hatten das Auto identifiziert. Wir hatten seinen Namen und all diese kleinen Informationen. Und irgendwann bündelt man das alles und denkt, warte mal. Das Profil ändert sich von einer x-beliebigen Person zu einem möglichen Verdächtigen. Und dann wird es zunehmend interessanter, bis wir irgendwann einen konkreten Verdächtigen haben. Die Indizienbeweise sind erdrückend. Deshalb muss Singleton ein paar Fragen beantworten und die Polizei spielt ihre Joker aus. Es war eine riesige Aktion. Wir fuhren an mehrere Adressen im Südosten von London, in Sussex und in Crawley. Wir durchsuchten alle Orte gleichzeitig, damit ihn niemand, der an einem dieser Orte lebte, warnen konnte, dass wir nach ihm suchten. Wir haben Singleton am 28. September verhaftet, da wir genügend Beweise für eine Anklage gesammelt hatten. Es reichte eindeutig, um ihn des Mordes an Lynn Rogers zu verdächtigen. Durch die Verhaftung erhofft sich die Polizei, mehr von Singleton zu erfahren. Doch der spielt nicht mit. Ich habe Singleton gesehen, als er aufs Polizeirevier in Crawley gebracht wurde. Ich stellte mich ihm als leitender Ermittler vor. Und ich merkte sofort, dass er ein richtig unangenehmer Bursche war. Singleton ist, was seinen Charakter angeht, sicher einer der schwierigsten Täter, die ich im Laufe meiner Karriere kennengelernt habe. Schnell wird klar, dass die Hauptaufgabe bei Singleton darin besteht, Wahrheit von Fiktion zu trennen. Während er im Gefängnis sitzt, durchsucht die Polizei seine Wohnung und findet einige ungewöhnliche Dinge. Wir fanden eine Pilotenuniform und wir wussten von unserem Zeugen Reynolds, dass die Person, die Lynn abgeholt hat, eine solche Uniform getragen hatte. Wir fanden auch ein Funkgerät, das so eingestellt war, dass man damit den Pilotenfunk abhören konnte. Wir dachten, dass er dieses Gerät während der vielen Telefonate mit Lynn und ihrer Familie benutzt hatte. Denn so konnte er die Flugzeuggeräusche im Hintergrund vortäuschen, um sagen zu können, dass der Flug 101 startklar ist. Flug 101 bereit zum Abflug. Er unterbrach einfach die Meldungen aus dem Funkgerät. Es zeichnet sich ein merkwürdiges Bild von Singleton ab. Denn er scheint sich nicht nur für die Luftfahrt zu interessieren, er hat sich wohl sogar als Pilot ausgegeben. Doch die Beweise werfen bislang mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Wer ist dieser Mann und warum führt er ein Doppelleben? Um zu verstehen, was mit Lynn passiert ist, muss man Singleton verstehen. Ein Mordfall ist wie ein Puzzle mit 10.000 Teilen, das in die Luft geworfen wird. Es gibt kein fertiges Bild, doch man muss es irgendwie zusammensetzen. Und sobald man das eine entscheidende Teil findet, erkennt man das wahre Bild, das sich hinter den ganzen Einzelteilen verbirgt. In Singletons Leben gibt es zwei Frauen, seine Ex-Frau Pat und seine aktuelle Freundin Kim. Beide Frauen halten ihn für einen ausgebildeten Piloten. Das stimmt nicht. Der Mann ist nur ein sehr guter Hochstapler. Wir fanden heraus, dass er tatsächlich Flugstunden genommen hatte. Und zwar am Flugplatz Stapleford im Norden von London, wo er Mitglied in einem Verein war. Einmal behauptete er, ein Flugzeug nach Belgien zu fliegen und überzeugte entweder Kim oder Pat davon, dass er selbst der Pilot war, obwohl er allerhöchstens neben dem Piloten saß. Multiple Identitäten, multiple Lebensstile, multiple Adressen, multiple Partner. Er spinnt sein betrügerisches Netz bei allem, was er tut. Dr. Donna Youngs ist Kriminalpsychologin. Sie analysiert und interpretiert das Verhalten von Verbrechern. Es gab keinen echten Scott Singleton.
Doch wenn man kein eindeutiges Gefühl dafür hat, wer man ist, dann hat man auch keinerlei moralische Verpflichtung oder ethische Standards. Denn es existiert ja gar kein Ich, das sich solche moralischen Fragen stellen würde. Hinter der Identität, die er geschaffen hat, gibt es nichts. Er ist eine tickende Zeitbombe. Singleton sah Lins Lebenslauf und erkannte das als seine Chance. Er rief sie an und gab sich als Besitzer einer exklusiven Privatjetfirma aus. Angeblich suchte seine Firma junge, attraktive Frauen, die sich während der Flüge um die Geschäftskunden kümmern sollten. Lins Schwester hörte Geräusche im Hintergrund, dann bat sie Singleton kurz um Geduld. Danach hörte sie etwas wie »Flug 101, Sie sind startklar« oder sowas in der Art. Sie war überzeugt, dass sie es wirklich mit jemandem aus der Flugbranche zu tun hatte. Das Treffen mit Lin war von ihm perfide vorbereitet worden. Er hat das mit absoluter Kaltblütigkeit durchgeführt. Singleton ist ein notorischer Lügner, der sogar die Menschen in seinem engsten Umfeld immer wieder betrügt. Doch die Polizei lässt sich nicht so leicht hinters Licht führen. Ich liebe es, wenn Leute bei Verhören lügen. Denn ich kann die Lüge vielleicht nicht sofort entlarven, aber irgendwann gelingt es mir dann doch. Es ist ein Prozess, ein strategisches Spiel. Singleton lügt so dreist, dass die Polizei schnell zu dem Schluss kommt, dass auch sein Alibi für die Tatzeit frei erfunden ist. Er behauptete entweder, dass er an diesen Tagen bei seiner Freundin Kim oder bei seiner Frau Pat war. Singleton notierte in seinem Tagebuch am 4. September bei Pat rumtelefoniert und das war eindeutig nachträglich eingetragen worden. Er zieht sogar seine Frau und seine Freundin in die Lügen hinein. Am Anfang gaben Kim und Pat Alibis ab, die sich mit Singletons Version deckten, weil sie es wohl als ihre Pflicht als Ehefrau oder Partnerin ansahen, ihm zu helfen. Doch ich denke, ihnen wurde irgendwann klar, dass sie Ärger bekommen, wenn sie an ihren Alibis festhalten. Sie wurden schließlich nervös. Und wir gingen irgendwann sowieso davon aus, dass ihre Alibis falsch waren. Nicht mal sein Name stimmt. Sein Name war Andrew Wright, doch den änderte er in Wayne Scott Singleton, weil ihm der Klang besser gefiel. Es war wie ein alter Ego für ihn. Andre Reich ist ein ungewöhnlicher Name. Ich denke, er wollte lieber einen Namen haben, den man schnell vergisst und mit dem er weniger auffällt. Wenn einen die Leute vergessen, kann man leichter abtauchen. Die Strafverfolgungsbehörde gibt der Polizei nur 36 Stunden, um die nötigen Beweise zu finden. Doch die Offenlegung von Singletons komplexem Leben ist zeitaufwendig und man kann ihm immer noch keinen Mord nachweisen. Den Ermittlern fällt der markante Bissabdruck wieder ein. Wir brauchten eine Abformung seiner Zähne, um sie mit der Bisswunde an Lins Kinn zu vergleichen. Doch er weigerte sich, eine Probe abzugeben. Auch als wir ihm sagten, dass er damit beweisen könnte, Lin nicht gebissen zu haben, weigerte er sich vehement. Und der Grund dafür war natürlich, dass es sein Bissabdruck an Lins Kinn war. Wir behielten ihn so lange wie möglich in Untersuchungshaft. Wir beratschlagten uns mit den Kollegen des CPS. Doch die waren der Meinung, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht viel mehr als Indizienbeweise hatten. Und da wir nicht nachweisen konnten, dass die Bissspur von Singleton stammte, mussten wir ihn freilassen. Singleton kommt zwar frei, doch Bennison und seine Kollegen haben einen Vorteil. Holmes. Ein Informationssystem, das jeden Zeugenanruf aufzeichnet. Man bekommt um die 2000 Anrufe, doch davon sind vielleicht 10% nützlich. Die anderen 90% sind entweder absoluter Blödsinn oder sie sind bösartig oder irreführend.
Bei jedem dieser Anrufe muss in relativ kurzer Zeit entschieden werden, ob er unwichtig ist oder ob er genauer analysiert werden muss. Und das kann sehr arbeitsintensiv sein. Aber vielleicht findet man doch das eine Puzzlestück, nach dem man sucht. Eines Tages kam jemand rein und rief: Sie werden es nicht glauben, jemand hat das Auto in Rutherford gesehen. Der Zeuge hatte einen blauen Vauxhall Carlton bemerkt, der am Straßenrand parkte in der Nähe von Rutherford, also da, wo Lynn gefunden wurde. Er wurde stutzig und notierte sich das Nummernschild und das Wagenmodell auf einem Zettel, den er bei sich aufbewahrte. Also schickte ich jemanden, um mir den Zettel mit dem Nummernschild zu besorgen und zu sehen, ob es das Auto war, das wir suchten. Das Auto, das der Zeuge erwähnt, ist tatsächlich das von Singleton. Das Nummernschild war korrekt, das Wagenmodell und die Farbe auch. Durch dieses Beweisstück konnten wir Singleton in der Gegend von Rutherford verorten. Er stritt das während des Verhörs natürlich ab. In der Zeit vor der flächendeckenden Videoüberwachung sind Zeugenbeobachtungen ein wichtiger Teil der Ermittlungen. Nun ist klar, dass Singleton am Tatort war, aber wie weist man ihm den Mord nach? Über den Bissabdruck. Doch Singleton verweigert nach wie vor seine Zustimmung zu einer Zahnabformung. Es war fast, als gäbe es eine separate Einheit im Team, deren einzige Aufgabe es war, die Bisswunde einem Gebiss zuzuordnen. Damals gab es noch keine computergestützte nationale Gesundheitsdatenbank. Also mussten wir tatsächlich alle Zahnärzte in der Gegend einzeln abklappern. Ich kann mich erinnern, dass ich Zahnärzte um 22.30 Uhr rausgeklingelt habe. In einer dieser Praxen konnten die Zähne registriert sein. Also wollte ich es so lange versuchen, bis ich eine verlässliche Auskunft bekomme. Denn am nächsten Tag warteten unzählige weitere Möglichkeiten auf mich. Der Mann hatte mehrere Identitäten. Welcher Name war der richtige? Das ging immer weiter bis in die späten Abendstunden. Wir fanden schließlich seinen Zahnarzt und der konnte uns tatsächlich eine Röntgenaufnahme des Gebisses sowie die medizinischen Unterlagen des Verdächtigen zeigen. Leider brachten die uns aber nicht weiter. Wir brauchten eine Abformung, also einen Gipsabdruck seines Gebisses. Als wir bei der Zahnarztpraxis nachfragten, dachten wir, dass das Modell zerstört wurde, weil das gängige Praxis ist. Der Zahnarzt meinte, ja, er ist unser Patient, aber die Zahnmodelle werden bei uns immer vernichtet. Doch wir hatten das Glück, dass danach noch jemand einfiel, dass sie die Modelle in einem separaten Schrank lagerten. Als man uns die Nachricht brachte, waren wir sehr aufgeregt. Ich schickte direkt jemanden hin und meinte, bloß nichts kaputt machen. Endlich hat das Team einen Gebissabdruck, den es mit der Spur an Lynns Körper vergleichen kann. Um diese Übereinstimmung nachzuweisen, ziehen die Ermittler einen gerichtlichen Zahnmediziner zu Rate. Der kriminologische Berater Roger Summers erklärt, wie der Spezialist dabei vorgegangen ist. Bissabdrücke sind einzigartig. Und mit Hilfe der forensischen Odontologie ist man in der Lage, diese Art von Beweismittel korrekt auszuwerten. Der Odontologe überprüft, ob die Bissabdrücke zu dem Gebiss des Verdächtigen passen. Und das Ergebnis kann entweder eindeutig oder nur ähnlich ausfallen. An dieser Stelle ist die Auswertung von entscheidender Bedeutung. Es gibt einige besondere Eigenschaften, wie beispielsweise ein krummer oder gar ein fehlender Zahn. Oder es könnte auch sein, dass ein Zahn in irgendeiner Form beschädigt ist. Das wären alles Anhaltspunkte, die uns dabei behilflich sind, einen aussagekräftigen Vergleich durchzuführen. Bissabdrücke zu vergleichen ist keine exakte Wissenschaft. Also sind sie nicht so aussagekräftig wie eine DNA-Probe. Doch der Zahnmediziner, der Singletons Gebissprobe mit den Spuren an der Leiche verglichen hat, kommt zu einem eindeutigen Schluss. Dieser Bissabdruck stammt von Singleton. Er hat ein sehr markantes Gebiss und es stimmt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit den Bissabdrücken an Lynns Kinn überein.
Meine Güte, was war das für eine Offenbarung? Das gesamte Team war aus dem Häuschen. Denn wir wussten jetzt, dass das ein Treffer war. Die Beweislast gegen Singleton ist erdrückend. Die Ermittler können ihn mit den Anrufen, der Leiche und ihrem Versteck in Verbindung bringen. Am 10. Oktober wird er verhaftet und angeklagt. Die Polizei hat zwar wichtige Beweise gesammelt, doch reichen sie für eine Verurteilung aus? Um die Geschworenen zu überzeugen, benötigen sie ein Motiv. Ich bin überzeugt, dass er in Lynns Lebenslauf eine Gelegenheit sah. Er wählte sie als sein nächstes Ziel aus, als die nächste Frau, die er erobern kann. Ist er handgreiflich geworden, weil sie seine Avancen abgelehnt hat? Bei Lynn erscheint mir das sehr wahrscheinlich. Sie hätte ihn sicher wiedererkannt und ich bin überzeugt, dass sie zur Polizei gegangen wäre. Aber Singleton wollte sein falsches Spiel weitertreiben und daher musste eine Zeugin sterben. Dass sie sich gewehrt hat, hat ihn vermutlich in Rage versetzt. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber er muss ausgerastet sein. Er hat sich ihr gegenüber als erfolgreichen, gut aussehenden Piloten präsentiert. Dann muss er ihr Avancen gemacht haben, die sie zurückgewiesen hat. Doch echte Piloten werden nicht von jungen Frauen zurückgewiesen. Durch ihre Zurückweisung hat sie also seine Identität in Frage gestellt. Und damit das ganze Bild, das er geschaffen hatte. Die komplette Pilotenfigur. Sie lehnte alles ab, was er war. Und seine Antwort darauf war Mord. Die letzten Momente in Lynns Leben müssen furchtbar gewesen sein. Sie muss unglaubliche Angst ausgestanden haben. Sie war in einem Auto mit einem Fremden. Wir wissen weder, wohin sie fuhren, noch ob sie direkt im Auto ermordet wurde oder nicht. Wir wissen nur, dass ihr Leben ein schreckliches Ende gefunden hat und sie muss sich furchtbar geängstigt haben. Trotz zahlreicher belastender Beweise gegen Singleton muss eine Sache noch geklärt werden. Die Ermittler glauben, dass Singleton Lynn 4-mal anrief, bevor sie verschwand. Sie kennen ein paar Einzelheiten, weil Lynns Schwester Suzanne einen Anruf angenommen hat. Dieser Mann erklärte ihr, dass er ihrer Schwester einen tollen Job als Sekretärin anbieten wollte, bei dem sie Geschäftsleute auf Flugreisen begleiten soll. Und im Laufe des Gesprächs hörte sie Geräusche, die ihrer Meinung nach von einem Flughafentower stammten. An einer Stelle unterbrach Singleton sogar das Gespräch, um zu sagen, dass der Flug 101 bereit zum Abflug sei. Flug 101 bereit zum Abflug. Es fragt sich, wie Singleton diese Täuschung gelingen konnte. Erst glaubt die Polizei, dass er dazu ein Funkgerät benutzt hat. Doch dann passiert etwas Ungewöhnliches. Singleton ist darin geschult, die Wahrheit zu verbiegen. Doch wer mit dem Feuer spielt, der wird sich irgendwann verbrennen. Singletons Freundin ist bereit, die Seiten zu wechseln. Angeblich verfügt sie über ein belastendes Tonband, das beweist, wer Lynn angerufen hat. Da noch kein Urteil gefällt ist, dürfen die Ermittler keine Zeit verlieren. Ich kam zwischen 9 und 10 Uhr abends zurück ins Büro und präparierte ein Dutzend Kassettenrekorder. Denn ich hatte an die 500 Kassetten. Ich legte die Bänder ein, stellte auf mittlere Lautstärke und schaltete alle Geräte an. Man kann sich vorstellen, was für einen Geräuschteppich ich bekam. Hier etwas Country, da etwas Rock- und Popmusik. Doch ich suchte nach dem Flug 101. Ich ließ den ganzen Lärm über mich ergehen. Und gegen 3.30 Uhr am Morgen saß ich da und es wurde mir alles etwas zu viel. Und dann kam Flug 101. Flug 101, bereit zum Abflug. Ich stoppte alle Rekorder. Ich wusste nur nicht, welche Kassette es war. Also spulte ich alle etwa 30 Sekunden zurück. Und da war es. Flug 101, bereit zum Abflug. Ich hatte Flug 101 gefunden.
Ich griff begeistert zum Telefon und wählte die Nummer meines Chefs. Er war nicht so begeistert, um 3.30 Uhr geweckt zu werden, bis ich sagte, ich habe es. 101, bereit zum Abflug. Darauf machte Singleton Probeaufnahmen oder sowas in der Art. Er muss es aufgenommen haben, als er für seine Rolle als Pilot geübt hat. Lynn konnte nichts mehr sagen, doch ich hielt die Kassette in den Händen, die Singleton abgespielt hat, als er mit ihr sprach. Ein wunderbares Gefühl. Das war das letzte Puzzlestück. Die Geschworenen waren sprachlos. Das Band ist der letzte entscheidende Beweis, der Singleton als Lynns Mörder entlarvt. Nach jahrelanger Loyalität zu ihm hat seine Freundin seine Lügen endlich satt. Es war wohl eine Lüge zu viel. Wir konnten es kaum glauben, weil sie ihn die ganze Zeit verteidigt hatte. Und kurz vor Schluss ändert sie ihre Meinung und bestätigt die Anklage. Ich kenne nicht ihre Gründe, aber ich danke ihr. Es ist schwer, loyal gegenüber jemandem zu bleiben, der einem von Anfang an nur Lügen aufgetischt hat. Welchen Sinn sollte diese Loyalität da noch haben? Wie kann man loyal bleiben, wenn das Fundament der Beziehung einzig und allein aus Lügen besteht? Singletons Lügengebäude stürzt in sich zusammen. Lynn Rogers ist die Einzige, die sein wahres Ich entlarvt hat. Es gibt keinen glamourösen Job in der Flugbranche, kein schönes Gehalt, keine internationalen Reisen, nicht mal das Bewerbungsgespräch ist echt. Es handelt sich nur um den hinterhältigen Versuch, eine junge, naive Frau in eine Falle zu locken. Leider ist ihm das gelungen. Es war ein furchtbares Verbrechen. Ein 17-jähriges Mädchen, das nur von einem besseren Job träumte. Und anstatt ihren Traum vom Reisen zu verwirklichen, musste ihr Leben ein so entsetzliches Ende nehmen. Singleton wird 1992 zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieses Urteil ist das Ergebnis einer extrem sorgfältigen Ermittlungsarbeit und einer ganzen Reihe entscheidender Beweise. Es ist schwer zu beschreiben. Doch wenn man als Polizist ein so wichtiges Beweisstück entdeckt, dann gibt man nicht auf, bis man den nächsten Beweis findet. Wir haben lange gebraucht, um ihn zu stellen. Doch es war jede Sekunde wert.